Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Sie haben eine Tochter oder einen Sohn und das Kind wird irgendwie immer dünner und Sie bemerken auch andere Veränderungen an ihm. Was ist das jetzt? Ist das Magersucht? Ist das Anorexie? Und wenn ja, was kann man dagegen machen? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Klaas-Hendrich Lammers. Er ist Chefarzt der Klinik für affektive Erkrankungen an der Asklepios Klinik Nordoxenzoll. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Lammers. Ich grüße Sie. Gibt es klare Anzeichen für Magersucht? Also zu Beginn ist das sicherlich so ein bisschen diskret, dass man es übersehen kann, aber mit der Zeit wird es doch immer deutlicher. Das Erste ist natürlich, dass man beim Essverhalten sieht, dass die Personen nicht mehr das volle Spektrum an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, dass sie bestimmte Sachen aussortieren, also keine Süßigkeiten mehr essen, dann fetthaltige Nahrung nicht mehr essen, dann auf einmal sich nur noch vielleicht vegan ernähren, alles weglassen, was Kalorien bringen kann. Das fällt schon vom Essverhalten sehr auf. Was dann kommt, ist, dass die vielleicht exzessiv Sport machen, dass man merkt, das ist extrem körperbetonte Lebensführung. Und dann natürlich, klar, die Gewichtsabnahme. Das kann man ehrlich gesagt sehr schön sehen, gerade für Eltern bei den Kindern, wenn man den Gewichtsverlauf auf einer sogenannten Perzentile einträgt, was die Kinderärzte machen. Das heißt, wenn man den Verdacht hat, mein Kind könnte magersüchtig werden, ist eigentlich der erste Gang zum Kinderarzt, dass der das Gewicht des Kindes mal auf der Perzentile einordnet und sagen kann, ja, ist schon untergewichtig oder entwickelt sich doch noch normal. Ach so, also Perzentile ist so, dass der Vergleich, was ist üblich eigentlich in einem bestimmten Alter, einer bestimmten Größe bei Kindern an Gewicht. Das ist dann häufig so, dass Kinder schon beim Kinderarzt vor waren, der hat dann schon mal eingetragen das Gewicht und dann trägt er das neue Gewicht ein und kann man auch sehen, es gibt einen Bruch. Auf einmal geht es nicht mehr richtig schön hoch, wie es eigentlich in der Entwicklung gehen sollte, sondern das Gewicht nimmt ab. Und dann ist die Frage, ist das schon ein auffälliger Wert? Naja, denn bis dahin, also was Sie jetzt beschrieben haben, würde ich sagen, manche Eltern möchten das gerne, dass Kinder mehr auf die Ernährung achten, dass sie mehr Sport treiben, dass sie nicht pummelig bleiben oder werden. Und das ist ja dann schwer zu erkennen. Auch das Kind hat ja auch gar keine Lust, zum Arzt zu gehen vielleicht, also dann mit ihm halt zum Arzt zu gehen, oder? Das ist ein Problem, weil ja viele in dem Alter auch schon anfangen, auf ihren Körper zu achten und auch Diäten machen. Also über 50% aller Mädchen im Alter von 15, 16 Jahren haben schon eine Diät gemacht. Zum Glück entwickeln die meisten keine Magersucht. Das heißt, es ist eine vorübergehende Phase. Die merken dann selbst, tut mir eigentlich nicht gut, bringt auch gar nichts. Wir wissen ja, Diäten sind eigentlich letztendlich, gerade wenn sie sehr radikal sind, vollkommen ohne Erfolgsaussicht. Insofern, das ist eine Zeit lang schwer zu beurteilen. Aber wenn man dann wirklich das Gewicht konsequent verfolgt, das Essverhalten konsequent verfolgt, dann auch den Kinderarzt mit dazu zieht, dann wird es doch relativ eindeutig. Über was für ein Gewicht reden wir da? Wie sind die Patienten, die zu Ihnen kommen? Oder ab wann gilt überhaupt Gewicht magersüchtig? Ja, das ist ja immer größenabhängig. Man spricht da vom Body Mass Index. Man sagt, so ein Wert ab 18,5 aufwärts ist normal. Darunter ist auffällig. Also man kann zum Beispiel sagen, ein junges Mädchen mit Körpergröße von 1,70 Meter, die sollte schon ungefähr 60 Kilogramm wiegen. Wenn die jetzt kommt und die wiegt nur 50 Kilogramm, dann ist der Body-Mass-Index, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf ausrechnen können, das ist ein bisschen kompliziertere mathematische Rechnung, aber die ist dann schon beim Body-Mass-Index von 15. Ja. Also das ist der entscheidende Wert. Das ist dann schon wirklich sehr, also dürr und sehr knochig. Und man sieht es. Also das ist, wenn man so einen Menschen im unbekleideten Zustand sieht, man sieht die Knochen treten hervor, man kann die Rippen sehen, man kann die Beckenknochen sehen. Also das ist dann schon, wenn die Magersucht wirklich da ist, ist eigentlich unübersehbar. Warum machen die Kinder das? Oder die Jugendlichen, das sind ja Kinder und Jugendliche. Ja, das ist, also diese Frage eindeutig zu beantworten, ist heutzutage noch nicht möglich. Wir wissen, dass auf der einen Seite Medien, Kultur einen großen Einfluss spielt. Also in den Medien, alle Models, die Sie sehen, sind eigentlich untergewichtig, die sind eigentlich magersüchtig. Das war vor 50 Jahren anders, das Schönheitsideal hat sich verändert und natürlich gucken junge Mädchen, auch Jungs da drauf und versuchen sich dem anzugleichen. Das Zweite ist, dass natürlich auch so Probleme in der Familie, pubertäre Schwierigkeiten, also Anspannung, Unsicherheit, dass das Ganze eine Rolle spielt und die vielleicht umso mehr sich auf so ein Schönheitsideal stürzen. Da muss man auch sagen, es gibt irgendetwas im Gehirn, Neurobiologisches, was wir noch nicht richtig verstehen,
Weil Sie müssen sich vorstellen, von 100 Mädchen, die hungern, eine Diät machen mit 15, werden höchstens irgendwie 1-2 magersüchtig. Mhm. Also die Quote ist ungefähr 1% in der Bevölkerung. So, die Frage ist, warum wird dieses eine Mädchen magersüchtig und alle anderen nicht? Und dann würde ich, also aus meinem Erleben, sehe ich das wirklich als Sucht. Das hat einen berauschenden Effekt, die tauchen vollkommen daran ab. Und es ist so ein bisschen wie mit Zigaretten, wie mit Alkohol. Nicht viele probieren es, aber nur wenige werden süchtig. Aber da spielt sicherlich auch etwas Neurobiologisches mit rein, was wir noch nicht richtig verstehen. Und man liest ja ab und zu, wenn Kinder magersüchtig werden, ist das eine Form der Abgrenzung? Also das ist so ein laienhaftes Denken dabei. Frage an Sie, wie sind die Denkmuster? Also ich glaube, es gibt viele verschiedene Formen von, sagen wir, psychologischem Background. Es gibt sicherlich diesen Background, ich kann dadurch mich von den Eltern absetzen, ich merke, meine Eltern werden ganz aufgeregt, machen sich viele Sorgen, das kann eine ganz ungute Dynamik entwickeln, dass auch ein junges Mädchen merkt, Mensch, die auf einmal rücke ich da in den Mittelpunkt oder auf einmal kann ich denen auch irgendwie meine Macht zeigen. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Man weiß von vielen Magersüchtigen, dass sie sehr perfektionistisch sind. Also auch sehr leistungsorientiert sind, perfektionistisch sind und für die ist letztendlich Hungern auch ein Zeichen von auch Demonstration, wie viel Macht habe ich, wie perfekt bin ich. Es gibt mittlerweile in Amerika sogar Organisationen, die Magersucht regelrecht feiern und sich als irgendwie überlegen darstellen und wahrnehmen. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Wissen die denn von sich selbst, dass sie zu dünn sind? Das wissen die. Obgleich sie, wenn man sie nach ihrer Körperform befragt, viele ihren Körper so beschreiben, dass man der Meinung sein müsste, sie seien übergewichtig. Das nennt man Körperschemastörung. Das heißt, die haben eine ganz falsche Wahrnehmung ihres Körpers. Dennoch wissen die, ich habe eigentlich ein Problem, ich bin magersüchtig. Und das ist etwas, was wir Gesunden dann schwer nachvollziehen können, dass so zwei widersprüchliche Wahrnehmung, Einstellung quasi parallel im Kopf eines Menschen laufen. Die auch nicht so ohne weiteres ja dann wieder rauszukriegen sind wahrscheinlich. Ne? Das ist die Schwierigkeit. Ja. Wenn man richtig in die Magersucht abgleitet, merkt man früher oder später, dass das ganz klare Konsequenzen hat. Das hat psychologische Konsequenzen. Man ist nicht mehr so leistungsfähig. Man wird emotional extrem dünnhäutig. Man kann darunter depressiv werden. Angsterkrankungen nehmen zu und. Das heißt, es hat einen massiven Einfluss auf die Psyche. Ja. Das andere, es hat einen massiven Einfluss auf den Körper. Ja, genau, das wäre meine nächste Frage. Was passiert, wenn man nichts dagegen macht? Also ganz drastisch ist, das Gehirnvolumen nimmt ab. Oh. Das nimmt zum Glück wieder zu, wenn man isst, aber das kann man messen. Der Knochenbau wird dünner, man kriegt eine Osteoporose. Die Haare werden dünner, Haare fallen aus. Man kann Herzrhythmusstörungen, also Herzverlangsamung des Herzschlages bekommen. Man wird kälteempfindlich, die Haut nimmt Schaden. Das heißt, sie haben ganz viele Folgeerscheinungen. Und das ist natürlich schon sehr besorgniserregend. Und das ist halt eben auch das Faszinierende letztendlich an der Erkrankung. Man merkt das und macht trotzdem weiter. Und das zeigt, dass das dann ein Krankheitsmechanismus ist, dem nicht beizukommen ist mit, Mensch, jetzt isst mal ein bisschen mehr und du genau, reiß dich mal zusammen. Das wirkt überhaupt nicht. Ja. Wie sieht denn dann eine Therapie aus? Oder sagen wir erstmal, was für ein BMI haben Ihre Patienten zu Beginn? Ich glaube, daran macht sich ja auch schon fest, wie es in der Therapie dann erstmal läuft. Also unter einem BMI von 18,5 gilt man nach den neuesten Regeln als magersüchtig. Mhm. Dann ist halt die Frage, kann man das vielleicht mit einer ambulanten Therapie hinbekommen, wenn man 17,5 hat? Mhm. Wir kriegen Patienten, die wirklich bei 16, 15, zum Teil sogar 13 oder 12 liegen. Mhm. Man muss sich vorstellen, eine wirklich sehr schlimme Magersucht, eine starke Ausprägung, ist schon bei einer Intensivmedizin pflichtig, weil die Patienten haben solche körperlichen Schäden, dass die intensivmedizinische Maßnahmen brauchen, um überhaupt zu überleben. Ja. Wenn die kommen und sie sind stark untergewichtig, egal eigentlich, welche Art von Therapie sie machen, es geht immer am Anfang um Gewichtszunahme. Das heißt, wenn man untergewichtig ist, ist man emotional so labil, man ist depressiv, man kann eigentlich gar nicht richtig sich konzentrieren und denken, überhaupt zielgerichtet handeln, dass erstmal Gewichtszunahme quasi im Zentrum aller Bemühungen stehen. Aber die wollen ja gar nicht essen. Ja, die sind, man sagt, ambivalent. Sie sind vollkommen in sich widersprüchlich. Patienten kommen in die Klinik,
freiwillig. Mhm. Vielleicht machen wir ein bisschen mit Rückenwind von Eltern, aber in der Regel freiwillig. Und sagen, ja, ich weiß, ich will. Mhm. Und wenn es dann anfängt mit mehr Essen, kommt halt dieses, oh Gott, ich kann nicht, ich will nicht. Mhm. Und man sagt immer, es gibt so zwei Stimmen. Also man kann sagen, das Engelchen, Teufelchen. Das Engelchen sagt, du bist zu dünn, du musst mehr zunehmen, weil sonst kannst du in der Schule nicht mehr mitmachen, du wirst keine Ausbildung machen, dir geht schlecht. Und das Teufelchen sagt, sei stark und du musst nicht essen und nur die Schwachen essen. Und das ist wesentlicher Fokus der Psychotherapie am Anfang, dass man den Patienten hilft, diese Widersprüchlichkeit, diese Ambivalenz zu überwinden. Aber es geht dann wirklich um Gewichtszunahme. Das heißt also, da ist schon eine psychotherapeutische Begleitung dabei. Auf jeden aber Fall. Es geht in erster Linie darum, wirklich Mahlzeiten einzunehmen. Das oder ist der Hauptfokus. Oder machen Sie das über Infusionen oder ist das Astronautenkost? Oder nein, das ist in seltensten Fällen so. Ja. Also Zwangsmaßnahmen sind in der Regel überhaupt nicht hilfreich. Nee. Ja. Das muss alles freiwillig sein und viele machen auch 2-3 Anläufe, das ist auch normal. Ja. Aber es geht darum, dass sie wirklich an Gewicht zunehmen. Man macht auch Gewichtsverträge. Das ist für die eine riesige Herausforderung. Man muss sich das vorstellen wie ein Heroinabhängiger, der sagt, ich muss von dem Zeug runterkommen. Mhm. Aber wenn er in Zug kommt, sagt, nee, halte ich nicht aus. Und da helfen wir erstmal, das durchzustehen. Also jemand sitzt daneben, während... Es ist, ja, man hat, zum Beispiel, wenn man isst, ist eine therapeutische Begleitung mit dabei. Die haben zum Beispiel auch Kochgruppen, wo sie, die haben Ernährungsberatung und. Dann ist aber, wenn die ein gewisses Gewicht erreicht haben, so, die nähern sich jetzt Normalgewicht, dann fängt eine andere Form von Psychotherapie an. Dann geht es nämlich wesentlich um die Konflikte, die im Hintergrund sind, Spannung vielleicht mit den Eltern, Schwierigkeiten mit quasi der pubertären Entwicklung, weibliches Rollenbild auf weiblichen Körper annehmen und. Also dann kommt eine Psychotherapie, die nicht nur aufs Gewicht fokussiert ist, sondern primär auf die Person in ihrer quasi psychologischen Spannungsfeld. Ja, genau. Wir haben ja noch diese Körperbildstörung, die ja nicht einfach verschwindet, nur weil man mehr isst, oder? Nein, daran arbeitet man auch ganz konkret. Man versucht mit Patienten, denen zu helfen, ihren Körper adäquat wahrzunehmen. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel, was man macht, ist, die Patienten legen sich auf den Boden und oder sollen erstmal auf den Boden mit einem Seil ihre Körperumrisse legen. Und dann ist es natürlich viel zu groß. Und dann sollen sie sich hinlegen und dann wird mit dem Seil ihr Körper erfasst. Und dann stehen sie auf und sehen die Diskrepanz zwischen, was habe ich in meiner Fantasie und was ist real da. Wie eindrucksvoll. Und das andere Form davon ist zum Beispiel die sogenannte Spiegelkonfrontation. Mhm. Dass die Patienten dazu angeleitet werden, sich in nahezu unbekleideten Zustand vor dem Spiegel zu stellen. Und dann, das mögen die nicht, weil sie dann wirklich merken, oh Gott, ich bin wirklich ein Gerippe nur noch. Aber auch dort, um ihm zu helfen, langsam zu verstehen, das ist mein eigentlicher Zustand. Mhm. Ich bin massiv untergewichtig. Wie lange sind die Patienten bei Ihnen? Also in der Regel sind das so Aufenthalte erstmal von 2-3 Monaten. Dann kann es sein, dass die für eine gewisse Zeit nach Hause gehen, gucken, kriegen sie das umgesetzt, was sie in der Klinik gearbeitet haben, und kommen dann, wenn sie weiterhin untergewichtig sind, zum zweiten Aufenthalt, also sogenannte Intervalltherapien. Mhm. Und was ganz wichtig ist, dass man schon bei der ersten Aufnahme guckt, wie geht die ambulante Weiterbehandlung, was ist dort etabliert. Dass die anfangen, sich gleich einen Psychotherapeuten zu suchen, dass sie nicht nach der Klinik auf einmal ohne therapeutische Hilfe dastehen. Das wäre überhaupt nicht hilfreich. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram. Werden Sie gesund.